Hallöchen zu Game Tycoon 2. Heute mit dem nächsten, zwar dem dritten Tutorial und da Recht und Produktion. Recht und Produktion. Na gut. Hört sich so nach. Ich habe das selber noch gar nicht gespielt, die dritte Einführung. Ich habe nur die erste und die zweite gespielt. Dritte Einführung, Recht und Produktion, würde ich mal sagen, da dreht sich es um Recht und um die Produktion, ne? Also so ein Anwalt und Spiele produzieren. Wahrscheinlich drucken, pressen, wie auch immer. Los geht's. Aha. So, weiter geht's in dem dritten Teil des Tutorials. Macht dich auf viel Neuerungen gefasst. Eine Neuerung im Büro ist das Log auf dem Schreibtisch. Darin kannst du die letzten Nachrichten anschauen, die im Ticker erschienen sind. Los, probier es aus. Okay. Ach du Gott, oh Gott. Brauche mir eine Brille. Hier werden spielerische Aktivitäten aufgelistet, die dir über den Ticker bzw. später über das PDA angezeigt werden. Es sind maximal die letzten 25 Nachrichten sichtbar. Je nachdem, wie lange diese ausfallen, aber auch weniger. Okay, also wir sollen jetzt, was? Wir starten mit einem Ausflug zur Rechtsabteilung. Okay, dafür wählst du die Karte aus. Und dann, der Anwalt. Das habe ich doch gesagt. Es geht bestimmt um einen Anwalt. Was ist das? Ah, Produktion. Es gibt zwei Bereiche. Oh, das eine sind Verträge mit Publisher und Distributoren. Und zu dem anderen ist das der Notar, der ist hier unten im Erdgeschoss. So, geh zum Rechtsanwalt und schließe dort im Bereich der Distributorenverträge den Tutorial-Vertrag ab. Was soll man machen? Im eigentlichen Verlauf des Spiels kannst du Verträge auch verhandeln, aber sei vorsichtig, dass mögliche Partner die Verhandlungen nicht abbrechen, wenn du den Vertrag Tutorial-Contract abgeschlossen hast, gehe zurück und dann zum Notar. Dort kannst du zum Beispiel Lizenzen für deine Spiele kaufen. Diese werten deine Spiele auf. Oder du kannst Engines kaufen und verkaufen. So, wo ist jetzt der? Achso, wir sollen es einfach von denen einen auswählen, wahrscheinlich. Okay. Okay, Genre alle. Silver Games, wir müssen Silver Games mögen, ne? Mit unserem Porn der Elch. Weil wir haben ja kein Word, ist ja kein Third-Person-Action, kein Aufbau, Simulationsdings. Wir haben ja ein Erotikspiel gemacht. Ach ne, den. Ach, das ist ja der. Ach, wir sollen. Oh. Na gut, nachverhandeln. Schauen wir eigentlich nicht machen, ne? Wir machen es aber trotzdem. Wir kriegen Anteile 25%. Die Mindestqualität muss 75 sein. Und eine Vertragsstrafe, wenn wir es nicht schaffen, 10.000. Wir verhandeln nach. Hallo. Oh, geht nicht. Okay, unterzeichnen. Juhu. So. Und nun? Wir haben unterzeichnet. Und jetzt? Hat er sich aufgehängt? Oder wie? Chance is a leg of Genesee, take a rap. Endlosspiel erscheinen Lizenzen zumeist einmal im Jahr. Hier kannst du auch außerdem eine Engine kaufen, beziehungsweise sie lizenzieren. Wir haben aber keine Engine. Jess jumps to get left Achte hier auf die Details. SF. Also praktisch das Kleingedruckte. Du kannst die fertige Engines auch verkaufen. Eine weitere Einnahmequelle. Fleet Alcalicity is Gut, shaking nun the weißt du, fabulous. was du im Rechtsbereich machen kannst. To start to Geh nun sleep, zurück our zur Karte und clock dann in in die the Produktion. Die ist hier. Tigger of String of Friday, Ja, zu deiner Tigger Linken siehst du den Zugang zum Lager mit Spielen. Hier kannst du Verträge zu den einzelnen Spielen zuweisen und somit dann Geld verdienen. In der Mitte siehst du den Produktionstisch, auf dem du Verpackungen und deren Inhalte festlegen kannst. Du stellst dir praktisch die Box zusammen, die dann im
nächsten Schritt vervielfältigt wird. Durch die rechte Tür gelangst du zur Produktion, um Spiele zu vervielfältigen. Dort kannst du Stückzahlen, Plattformen und weitere Details einstellen und dann Spiele in Produktionsauftrag geben. Okay. So, bestimmt nun am Tisch den Umfang des Spiels. Gib der Box einen Namen. Jetzt Porn der Elch, oder? Porn de Elch. Okay. Gib den Box einen Namen gemacht. Wähl das Spiel auf dem Block aus. Survival? Okay. Wähle eine Box aus und mit Umfang wähle eine Box aus, dann den Umfang und bestätige die Zusammenstellung auf dem Taschenrechner. Dort siehst du dann den Stückpreis basierend auf der kleinsten Auflage. Gehe danach rechts in die Produktion. Okay. Was ist das? Ach, das sind die Boxen oder wie? Ah. Okay, nehmen wir die da. Die kosten viel Geld. Wir nehmen erstmal die da. Was ist das? Wahrscheinlich das Handbuch, oder? Okay, hier. Das ist irgendwie zu groß. Ein Poster sein. Postkarten, Aufkleber und das Spiel. Kostet uns 2,85. Okay. Juhu. Die Box Porn der Ellie ist jetzt fertig geplant und kann produziert werden. Produktion. Fill it up. Castella Arte de Stedafab. Hier kannst du Spiele produzieren. Wähle die Stückzahl und die Plattform aus. Lege außerdem die weiteren Optionen fest. Nachdem du eine Produktion beauftragt hast, dauert sie nun einige Zeit. Geh dann zurück in den Hauptraum der Produktion. Also wir haben Porn der Ehrlich Stückzahl. Es gibt einen Schlager. Es gibt ein riesen Game. Wir kommen ja auch noch auf den Putz. Ja, 10.000. Plattform PC. Kopierschutz komplex, natürlich. Coverqualität edel, natürlich. Handbuch natürlich auch edel. Gesamtpreis 27.000. 8 Express. Die normale Produktion 22.000. Ach, komm. Wir machen Express. Das Spiel wird nun produziert und wird in wenigen Tagen lieferbar sein. Okay. That's the game of the Lager, the dann wird das Lager zur Linken. Dort siehst du eine Übersicht. So, Porn der Ehrlich, Lager oder Manuel. Es sind nun Verträge auswählbar, bei denen Genre und Plattformen mit den produzierten Spielen übereinstimmen. Beachte immer, dass genügend, aber nicht zu viele Spiele auf Lager sind. Denn zu viele Spiele auf Lager bedeuten Todeskapital, was dir vielleicht woanders fehlen wird. Wenn sich ein Spiel nicht mehr verkauft, kannst du es verramschen oder vernichten lassen. Okay. Jubilee, wenn du einen Publisher-Vertrag abgeschlossen hast, kannst du beim Rechtsanwalt das Spiel abliefern. Und dann brauchst du selber keine Produktion herzustellen. Verdienst, aber natürlich auch weniger vom Kuchen. Ja, das ist ja klar. Für dieses Update sind wir schon wieder sind wir zum Ende angekommen. Du siehst, dass du nun bereits Spiele entwickeln, produzieren oder in den Handel bringen kannst. Somit kannst du bereits Geld verdienen. Okay. Ja, Leute. Das war's schon wieder mit dem dritten Tutorial, ne? Ja, es war mit dem dritten Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Guckt morgen wieder rein, weil morgen gibt es den vierten und damit den ganz neuen, also das ganz neue Update. Und ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Also schaltet morgen wieder ein bei der nächsten Folge von Game Tycoon 2. Und dann lassen wir Porn der Elch auf die Menschheit los. Und ich sage euch, das gibt einen Knaller. Also bis morgen. Tschüss.